Hallo Frankfurt aus unserem Mein Wohnzimmer Studio. Hier hinten sitzt der Phil. Wir sind bereit für euch in den letzten Vorbereitungen. Wischt einmal nach oben und dann könnt ihr euer Wohnzimmer hier auf diesen Fernseher hinter mir projizieren und in unserem Fanroom gemeinsam mit allen anderen Fans unsere Jungs aus Frankfurt und wo immer ihr seid anfeuern. Einmal nach oben wischen, dann findet ihr den Link zu unserem YouTube-Stream und zum Fanroom. Wir freuen uns auf euch. Bis später. Kaputt gegangen und dann musste der Teambetreuer zum Hotel. Ja. Kannst du das kurz erzählen? Ja, erstmal, eigentlich müssen wir dann solche Spiele gewinnen, wenn solche Stories dahinter stecken. Gerade mit Test, der dann wieder 30 Minuten abreißt, leider zwei, drei Würfe nicht getroffen hat am Ende, zu der er immer in der Lage ist, dann vielleicht war das der Schuhwechsel, keine Ahnung, hat aber wieder drei Steals geholt, die Mannschaft angeführt, auf jeder Position gespielt, Point Guard, Position 2, Position 3, 4. Also großen Respekt an Tess wieder für das Spiel. Ich bin jeden Tag dankbar, dass er Teil unserer Mannschaft ist. Und es war so, dass ist das der Teambetreuer, der mit dem Auto schnell zurückgefahren ist? Das war der Athletik-Coach. Ich habe sehnlich darauf gewartet. Jetzt, nachdem man so dieses ganze Drumherum mitgemacht hat für mehrere Wochen und was ja eigentlich, also nicht eigentlich, was einen sehr, sehr nervt auch, es ist dann richtig schön wieder zu sehen, wofür man das gemacht hat und wieder spielen zu können. Und das ist ja nicht nur mein Beruf, sondern auch die Leidenschaft von jedem, glaube ich. Also es ist sehr, sehr schön.